Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Dark Souls 2. Woo! Ja, jetzt geht es endlich wieder los hier mit der zweiten Staffel. Und in dieser zweiten Staffel kümmern wir uns um alles, was noch so im New Game übrig geblieben ist. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch ein paar Trophies holen, die wir nur im New Game machen können. Oder besser nur im New Game machen sollten. Das sind dann so Sachen wie, wir müssen Finsterschleicher legen, wegen einem Trophy. Wir wollen hier die Assassinen-Quest noch machen. Und deswegen müssen wir jetzt auch erstmal mit Kay reden. Denn hier müssten jetzt alle Feuer brennen. Damit ist diese Karte hier komplett. Und dadurch schenkt uns Kay den Helm. Und das ist für Navlan das Zeichen, dass wir ihn gekillt haben. Und damit können wir ihn austricksen. Ja, Kay, dann erzähl. Ja, was steht noch so an? Ein paar Bosse vielleicht. Vengic auf jeden Fall. Uralter Drache, mal gucken. Und meine Batterie ist fast alle, das ist super. Die DLC werden wir auf jeden Fall machen. Wir müssen uns noch um Benard kümmern, weil das ja jetzt beim ersten Durchlauf nicht funktioniert hat. Weil Benard uns im Stich gelassen hat. Oder so irgendwas. Aber naja, das ist, sind alles so Dinge, die jetzt noch anstehen, die wir machen werden. Das alles packen wir in Staffel 2. Und in Staffel 3 geht es dann ins New Game Plus. Und da ist dann ja das große Finale. Da holen wir dann alle restlichen Trophies, die wir eben nur im New Game Plus machen können. Und da sammeln wir dann den ganzen Rest ein, den wir noch brauchen. Und vielleicht machen wir dann nochmal einen Run durch das DLC, einfach um zu gucken, was sich jetzt so in dem DLC eigentlich im New Game Plus verändert. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ja, Kay, ist das nicht toll? Guck mal, wie das leuchtet. Oh, sieht das nicht toll aus. Mit deinem Blut auf den Flammen, super. Aha, hier kämpft jemand, und zwar nackt. Wenn dessen vergisst Kay, wer er ist und wer wir sind. Du hast es gerade in die Luft gegeben. So, und damit haben wir jetzt die Silbertrophäe, eine seltsame Karte abgeschlossen und das Rüstungsset von Kay erhalten. Durch den Abschluss der Quest weiß Kay jetzt überhaupt nicht mehr, wer er ist, wer wir sind und was hier eigentlich abgeht und was wir eigentlich spielen. Weiß jetzt alles nicht mehr. Das interessiert uns aber nicht. Stattdessen können wir jetzt mit dem Helm zu Navlan staxen und dort dem seine Quest weitermachen. Außerdem haben wir durch die Kämpferei in der letzten, im Staffelfinale 77.000 Seelen. Deswegen würde ich gerne einen kleinen Abstecher noch machen, Stride. Und wie man hier sehen kann, hier gibt es jetzt die Option nach Drangleichreichen 2. Und das wäre dann der Eintritt ins New Game Plus. Das ist in Dark Souls 2 nämlich ziemlich cool gemacht. Man kann jederzeit selber entscheiden, wann man in das New Game Plus gehen will. Oder es auch einfach komplett sein lassen, wenn man nicht will. So, wo haben wir denn verlorene Festung? Strides Zelle. Streit, wie auch immer jetzt eigentlich ausgesprochen wird. Ich sag eigentlich immer straight. So. Hallo Zombies, lang nicht mehr gesehen. Wir können jetzt natürlich alle gefahrlos so hier weghauen. Bei dem mach ich lieber einen Stichangriff, ich werde den Straight nicht treffen. So, dann gucken wir erstmal. Hast du noch irgendwas? Was ist denn das hier? Das kenne ich gar nicht. Okay. Sich der Verlassene mit A auf Geschicklichkeit und C auf Finsternis. Ha, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schaden mit 161 an Blutungsschaden. Das Schwert auch, aber das geht dann mehr auf Stärke. Hm. Finsternisschaden macht das Ding natürlich auch. Ah, ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Ganz Ausrüstung der Verlassenen. Die Ringe.
Und hier haben wir dann auch noch den Blitzspeer und das Sonnenschwert. Das haben wir aber schon. Deswegen haben wir das nicht gekauft. Handeln. Gucken wir doch mal, was es hier noch so gibt. Mit die Fleckenpeitsche von Zangesdämonen. Noch so ein paar andere Sachen. Aber eigentlich geht es mir hier um das hier. Denn für den Riesenfürst kann man hier die Zurückweisung-Hexerei kaufen. Und die brauchen wir natürlich, damit wir alle Hexereien haben. Kostet auch 5000 Seelen, aber mein Gott, so viel ist das jetzt auch nicht. So, und jetzt überlege ich mir, ob wir nicht noch ein paar Waffen einsammeln sollen für die Seelen, bevor wir dann ins New Game Plus gehen und nicht mehr da dran kommen. Ah, die Frage ist, was? Weil eigentlich macht das für mich keinen so großen Sinn, denn die meisten dieser Waffen werde ich sowieso nicht verwenden. Aber ja, ich habe sowieso ein paar zu viele Seelen. Und naja, bevor... Natürlich, die Boss-Seelen könnte man auch einfach einsetzen, um noch mehr Seelen zu haben. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Sammler. Ich habe gern so alles Mögliche. Das ist auch eigentlich immer ganz gut, wenn man immer irgendwas in der Hinterhand hat, was man mal verwenden kann. Denn in Dark Souls 2, gerade auf New Game Plus und so, ist Anpassung gar nicht so schlecht. Und damit meine ich natürlich nicht den Skill. Ich probiere halt auch gern ein bisschen rum und so. Deswegen. Vielleicht so ein paar Dinge, die sowieso feststehen. Hier seht ihr des letzten Riesen. Schmelzer braucht man nur für diese Waffe. Verfolger ist jetzt halt schon was schwieriger, denn da gibt es den Schild oder das Schwert. Aber da wir sowieso ohne Schild spielen, nehmen wir einfach mal das Schwert. Unheilskönigin, okay. Den Wache ist ganz schwierig, denn davon gibt es satte vier Waffen. Wo ist die vierte? Den Wache? Nein, drei. Ah, okay. Na, Henkerswagen gibt es hier jetzt auch, Streitwagenlanze oder Schildarmbrust. Schildarmbrust ist natürlich auch sehr interessant, denn man hat ein Schild, der auch 100% Blocken hat und der kann natürlich schießen. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, den nehmen wir uns jetzt auch mal dafür. Einfach so. Fleckenpeitsche. Gut. Hab so Grippefürst. Und den Wache nehmen wir dann mal. Krümmungsschwere, das hat aufgeschickt. Und dann bleibt nur noch die Seele der Turmgargoyles. So. Dann haben wir ja erstmal alles abgehandelt, was wir weghandeln können. Und ich glaube, die nehmen wir auch mal mit. Die sieht echt interessant aus. Vielleicht werde ich die mal so nebenbei aufrüsten und gucken, wo sie landet. So, dann haben wir das nämlich schon mal erledigt und müssen wahrscheinlich in diesem Durchlauf nicht wieder zu Straight. So, dann geht es jetzt in Aldias Festung, in den Vorgarten. Und denn da müssen wir jetzt zu Navlan und mit Navlan quatschen. Und dem den tollen Helm von Kael präsentieren und behaupten, der wäre tot. So. Dann geht es nämlich mit der Quest auch weiter. Ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Staffel erwähnt hatte, aber von dem kriegen wir eben. Was war's? Hexerei oder ein Zauber oder sowas? Ich glaube, eine Hexerei. Und die brauchen wir natürlich für die Trophy. Und deswegen müssen wir diese Quest abschließen. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir nicht den Schalter ziehen oder halt ihn irgendwie vergessen. Was wir jetzt zum Glück nicht getan haben. Hallo. Er sitzt immer noch hinter seiner komischen Barriere hier. Ja, haben wir toll gemacht, ne? Kael ist sowas von tot, Alter. So, dafür kriegen wir ein Einfallspinsel Gewürz. Ist jetzt nicht das Beste, aber das Beste kommt immer zum Schluss. So, wer darf diesmal sterben? Ah ja, der gute alte Falcon. Falcon ist dieser Typ, den man auf dem Weg zum Jägerhain trifft und den man nur ansprechen kann, wenn man, ich glaube, 15 Intelligenz und Wille hat. Der verkauft ein paar finsternes Sachen und der hat den Abendrotstab. Das Tolle an diesem Abendrotstab ist, man kann den von Falcon selbst erhalten, wenn man mit dem redet und spezielle Stats hat oder so. Und man kann den Abendrotstab auch einfach finden und natürlich haben wir den schon.
glaube ich. Oder auch nicht, nein, es geht nicht. Oder muss ich den dabei haben? Kann natürlich auch sein. Muss ich erstmal den Stab holen, wenn ich ihn habe. Kann auch sein, dass es Falcons Stab sein muss. In Skull of the First Sin. Könnte das ja sein, dass sie es gemacht haben, damit man eben nicht einfach den Abendrotstab präsentieren kann, den man auch so findet. Wieso ist hier Nebel? Warum ist hier Nebel? Ich wurde eingeschlossen. Werde ich invasiert oder was? Warum ist hier Nebel? Weil ich könnte versuchen, einfach mit der alten Feder hier raus. Nein, geht natürlich nicht. Warum ist hier Nebel? Ha, seltsam. Versuche mal vielleicht einfach mal zum anderen Leuchtfeuer zu kommen. Ah, seltsam. Hier kam ja auch keine Meldung von wegen, dass ich invasiert worden bin oder so. Wieso ist der jetzt Nebel? Vielleicht irgendein NPC-Dingens oder sowas. Hallo Frosch. Guter Deal. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Das ist mich echt ein wenig unbehaglich. Weil es muss ja irgendwas diesen Nebel ausgelöst haben. Aber was? Hallo Hippo. Und weg. Oh, das war unklug. Das war unklug. Oh, voll daneben. Ne, bei dem Angriff lieber nicht. Lieber mal Sicherheitsrolle. Hoch. Und lieber mal einen Schluck trinken, denn die machen ja doch ganz schön viel Schaden. Okay. Mach ihn nur. Dafür bist du jetzt schön vergiftet. Ist das nicht toll? Und weg damit. Ja. Ah, so ein Gift ist ganz schön praktisch bei so Gegnern mit so richtig viel HP. Schon gut. Das ist der Grund, warum ich dieses Schwert liebe. Und weil es nebenbei auch eigentlich schon recht stark ist. Da, wo wir sowieso schon mal hier sind, können wir eigentlich mal gucken, ob wir inzwischen durch die Tür hier kommen. Weil ich immer noch nicht weiß, wie man sie eigentlich aufmacht. Nein, ist immer noch verschlossen. Vielleicht war es auch so ein New Game Plus Dingens, dass man den Schlüssel nur da kriegt oder so. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr. Auf damit. So. Versuchen wir einfach mal durch dieses Leuchtfeuer hier abzuhauen. Das scheint zu funktionieren. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach ja, müssen eigentlich nur in die Gegenstandskiste. Waffe? Nein, hier muss es ja sein. Abendrotstab, Abendrotstab. Oh, der ist hier ja gar nicht. Ich hab ihn ja gar nicht. Ha. Stattdessen habe ich nur so ein paar Mana-Stäbe. Dann haben die das hier tatsächlich geändert. Gut, dann müssen wir wohl mal nach Majula. Oder, ach ja, Gehan, wäre eigentlich besser gewesen. Und mal mit Falcon in Wort wechseln. Kann ja sein, dass es mir das jetzt nicht gibt. Weil ich die Stats dafür nicht habe. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die Gegenstandskiste und holen uns ein paar Ringe mit. Nämlich. Waren wir sie denn? Nein, das sind sie auch nicht. Hatte ich die hier irgendwo noch? Stimmung, bla bla bla. Das sind die Ritualbänder. Ey, wo sind die denn? Lebensring. Ah, hier, Ring des Wissens, Ring des Gebets.
Dann rüsten wir die nämlich einfach mal aus. So und so. Dann haben wir nämlich zumindest 16, 16 und das reicht dann vielleicht, um nur mit dem zu reden und den Stab zu bekommen. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir den vielleicht sogar umbringen. Das wird's eigentlich nicht tun. Hier haben wir auch noch so eine kleine Sache, die ich vielleicht auch später noch machen werde. Um das mal so zu demonstrieren. Denn man kann ja hier gegen Licia kämpfen, weil sich herausstellt, dass Licia eine Betrügerin ist, die den Glauben der Menschen ausnutzt, um sie auszubeuten. Und mit diesem geborstenen Auge, den wir in der Gruft der Untoten gefunden haben, kann man die eben herausfordern und im Kampf besiegen. Und dafür kriegt man dann nicht nur ihre Ausrüstung und ein paar Seelen, sondern auch diesen Stein, den man verwenden kann, um da das Teil zu drehen. Da muss man halt nicht jedes Mal Seelen blechen, wenn man die Richtung ändern will. Was man meistens sowieso nur einmal tut. So, Eden. Nein. Müssen wir mal weiter mit dem Reden. Los, gib mir deinen Stab. Nein, will er nicht. Dann reicht das nicht und er gibt mir den wahrscheinlich auch nicht. Ha, das ist jetzt auch schlecht. Ich will den aber auch eigentlich nicht umbringen. Dann war das vielleicht bei 2020. Naja, wir haben ja noch ein paar Seen übrig und wir haben ja sowieso noch ein paar Dinge zu bekämpfen. Ja. Dann machen wir es vielleicht einfach so, dann level ich jetzt einfach erstmal Intelligenz und Wille, bis ich mit den Ringen auf 20 komme. Wir sind ja momentan auf 16, das heißt, ich müsste in jeden 4 Level investieren. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann müssen wir halt gegen ihn kämpfen. Ja, 2 Level, das ging vielleicht gerade so hin. Ah, wenn ich eine Seele einsetze. Nehmen wir mal so eine. Oh ja, das reicht schon locker. Denn eigentlich will ich so keinen umbringen, der mir nichts getan hat. Das finde ich scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Es geht doch nicht. So. Würde ich das sagen, wo ich da sowieso schon davon geredet habe, dann machen wir doch das einfach mal mit Licia. Denn ist eine Verräterin. Bei der ist es egal, wenn die stirbt. Die muss bestraft werden. Und warum? Wird total falsch. Ring der Kling hätte ich gerne. Und Duanti oder Lebensring? Lebensring. Lassen wir mal so. So, wenn man dann also hier hingeht, dann rührt sich das geborstene Auge. Also was man dann tun muss, ist einfach zu dem Auge zu gehen. Hier ist es. Und dieses zu benutzen. Und dann passiert Folgendes. Tada! Und da ist er dann auch schon und rennt direkt auf mich zu. Muss ein wenig aufpassen, denn ihre Wunder tun ganz schön weh. Aber meine Schwerter hier tun auch weh. Scheiße, ne? Besonders dieser göttliche Zorn, den die einsetzen kann, das tut ganz schön weh, wenn man davon getroffen wird. Aber wenn man so ein bisschen auf Abstand bleibt und dann immer mal so an die rangeht und so angreift, dann geht das eigentlich ganz gut. Muss halt nur weit weg sein, wenn die so einen Scheiß hier macht. Autsch. Oh, nicht gut. Besser. Ja, wie man gesehen hat, der hat auch Heilzauber. Das ist natürlich auch ein bisschen ätzend. Das müssen wir eigentlich weghauen können. So. Das war's auch schon. So, da gibt's eben die Rotunde Weizverkünder. Das ist dieser Stein hier.
Lindern das Sonnenlicht, der Heilzauber, den sie benutzt hat, Abbildglocke, die Waffe und natürlich das gesamte Rüstungsset von ihr. Und natürlich auch ein paar Seelen. Bei Licia in diesem speziellen Fall gilt es nicht als Sünde, wenn man sie so tötet, denn schließlich ist sie eine Verräterin. Und sie ist der Sünder und du bist der Richter, so handelt das Spiel das. So, und mit diesem Stein können wir jetzt hier einfach das Ding untersuchen und dann können wir das Ding so oft drehen, wie wir lustig sind und müssen nichts dafür blechen. Soweit ich weiß, ist es aber ein Schlüsselgegenstand, das heißt, er wird nicht ins New Game Plus übernommen und deswegen ist es eigentlich trotzdem nicht so geil, wenn man das macht. Man kann natürlich Licia auch einfach, wie ich es im Special gemacht habe, falls ihr es gesehen habt, sofort umbringen, sobald man das erste Mal trifft, dann kriegt man diesen Stein auch. So. Und jetzt müssen wir mal zu der Lichtsteinbruchzelt Dora, denn da haben wir auch noch was zu erledigen. Oder da können wir noch was erledigen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon machen kann, aber ich probiere es einfach. Es müsste jetzt eigentlich gehen. Und zwar müssen wir dorthin, wo wir Freya getötet haben, also den Boss. Denn dort gibt es noch ein kleines Secret, was man machen kann. Und das würde ich gerne mal zeigen. Denn wenn das funktioniert, dann kann man die letzte Riesenseele erhalten, die man eigentlich ja nur bekommt, wenn man den uralten Drachen tötet. Ach, die Spinne schon wieder, die große Sense. Komm, die her. So, müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen Sniper-Elite spielen. Hallo. Wir sind ja glücklicherweise mit zwei Pfeilen tot. Tag. Tag. Und ab dafür. Hui. Dann können wir auch mal einen Abstecher hier machen. Aber nein, ich habe diesmal einfach kein Glück, was das Event hier angeht. Hep. So. Würde ich sagen, erstmal den Typen hier weghauen. Hallo. Sich selber runterfallen wäre nicht so cool. Den können wir wegschießen. Pfeile haben wir immer noch genug. So, treffen wir von hier aus noch irgendeinen? Sieht nicht so. Ja, doch, da. Den ich fast übersehen. Da war die Spinne weg. Okay. Das lassen wir mal so stehen. Hat sich versucht wegzuteleportieren, aber es war zu spät. Ist schon getroffen und gestorben. Hallo. Oh. Aua. Eine Zeldora-Hose. Und da kommen schon wieder irgendwelche Spinnviecher. Weg da. Oh, die hat ja grüne Beine. Oder so. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die das unterschiedliche gibt. Naja. Wieder mal was Neues gelernt. So. Ein bisschen Spinnen jagen. Und die reagieren ja noch gar nicht. Weiß ich nicht, nah genug dran oder so, aber ist doch mal. Ah, jetzt kommen sie. Nehmen den. Und den. Und den gibt's auch noch. Den Rest schaffen wir auch so. Zack. Sonst noch jemand? Kommen die oder lassen die mich in Ruhe?
Der lässt sich bestimmt nicht handeln. Von denen möglichst nie irgendwie vor denen stehen, denn die können ja einen immer noch diesen Phantomtreffer oder was auch immer das ist. Ist mega nervig. Hep. So, hier können wir eine kleine Abkürzung nehmen. Wenn man einfach hier rüber springt. Zack. Ah, man hat sogar ein bisschen Leben verloren. Ist aber nicht so schlimm. So, dann hier rüber. Hallo Spinne. Tschüss Spinne. Ach ja, die sind jetzt auch überall Gegner. Total vergessen. Oh oh. Das ist nicht gut. Das war nicht gut. Ach ne, das war nicht gut. Zack. Ich wollte gerade sagen, gut, dass die alle so wenig Schaden machen. Das wird reichen. Weg da. So. Danke für die Fackel. Ich krieg hier sonst ja nichts, ne? So, jetzt sind wir aber auch schon fast da. Jetzt müssen wir nur noch den da erledigen. So. Komm, noch mehr Spinnen. Weg da. Falsche Richtung, du Depp. Ach, glücklicherweise sind wir für dieses Gebiet jetzt schon viel, viel zu stark eigentlich. So, stellt sich nun die Frage. Hoffentlich sind wir jetzt den ganzen Weg nicht umsonst gelatscht. Hier haben wir jetzt diesen seltsamen Kristalldingens. Wenn man den untersucht, dann passiert folgendes. Tada! Ja, dann stellt sich nämlich heraus, dass dieser Stein dort auch eine Erinnerung eines Riesen ist. Oder eben eines Drachen. Denn jetzt sind wir in den Drachengedenken. Und hier kann man eine Kleinigkeit tun, wenn man sich nicht verläuft. Zum einen mal ist diese Location natürlich... Was ist das hier überhaupt? Keine Ahnung, aber es sieht schon echt cool aus. Mit diesen Türmen im Hintergrund und so. Und hier gibt es dann einfach mal diese riesigen Drachenleiche hier. Wow, guckt euch an, wie riesig das Vieh ist. Alter. So, den kann man jetzt untersuchen. Dann kriegt man die Seele des uralten Drachen, ohne dass man gegen den Drachen kämpfen und den damit und den im Kampf töten muss. Und denn der uralte Drache ist kein einfacher Kampf, aber wahrscheinlich werde ich den Kampf trotzdem wagen. Einfach nur, weil wir dann erstens mal noch mehr Seelen abgreifen können. Und einfach, weil ich es mal gemacht haben will, denn ich habe noch nie gegen uralten Drachen gekämpft. So, und das war dann auch alles, was wir hier noch machen wollten. Haben wir heute echt mal nur so ein paar kleine Besorgungen gemacht und so, nichts Großartiges. Aber ist ja auch erst der Anfang der Staffel, da muss man jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber damit haben wir jetzt alle Riesenseelen und das bedeutet, dass wir jetzt König Vendrick den maximalen Schaden machen. Und deswegen würde ich sagen, werden wir in der nächsten Episode gegen König Vendrick kämpfen und hoffentlich auch zu Fall bringen und noch so einsacken, was der so hat. Und damit dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.